was macht Rasentennis für dich aus? Ich liebe zum Beispiel den Klang. Das ist ein völlig anderer Klang auf dem Platz. Ruhig, es ist, genau. Es ist was völlig anderes, auch als Zuschauer. Als Spieler finde ich, es ist eine komplizierte Sportart. Mhm. Pete Sampras hat die ersten 4 Jahre nur ein Match gewonnen, Wimbledon. Der musste laufen lernen, hat Rick Mecke gesagt. Ja. Was macht Rasentennis für dich aus? Was ist das für dich? Ja, ich habe es eben auch gerne, weil es gibt viele Passierbälle, es gibt Volley-Winners, Stoppbälle. Und ich finde einfach, gute Schläge werden belohnt. Guter Aufschlag wird belohnt. Okay. Und das wird natürlich, ist nicht immer der Fall auf langsamen Hartplatz oder eben auch auf Sand. Da musst du dermaßen viele gute Bälle spielen, dann kann man wieder ins andere Extrem gehen. Mhm. Um einen Punkt zu gewinnen, muss man perfekt spielen, oder? Das kann man wieder so sehen. Aber ich finde es schön, wenn es eben das Tennis, wo man auch ein bisschen bluffen kann, auch noch ein bisschen mehr zum Tragen kommt. Ja. Und eben auch die Beinarbeit ist natürlich total etwas anderes. Anderes Laufen, ne? Auf anderes Laufen, jetzt vor allem zum Beispiel in Stuttgart, wo es ein bisschen weicher ist, der Belag, hat man richtig fast schon Angst, ein bisschen sich richtig außen zu bewegen. Vor allem, außen vor allem, genau. Und dann spielt man eigentlich einen Ball, wenn man aus der zum Beispiel ins Doppelfeld reingeht oder noch weiter raus. Ja. Und du weißt, ja gut, wenn ich hier keinen guten Ball spiele, dann komme ich niemals mehr zurück. Dann spielst du eigentlich schon mit dem Gedanken, wie kann ich den Platz verteidigen während dem Schlag. Ja. Dann musst du dich entscheiden, wie viel Risiko du nimmst. Mhm. Und von dem her gewinnt dann meistens der aggressivere Spieler, aber man muss sich zwingen, aggressiv zu spielen. Okay. Ja, also ich finde das Rasentennis von dem her sehr, sehr schön und auch der Slice kommt ein bisschen mehr zum Tragen natürlich. Mhm. Vor allem heute eben mit der Damenbeseite, wo man so locker unter den Ball kommt. Auf Rasen kann man noch den ein oder anderen Spieler eben so ein bisschen überraschen mit dem Slice, was auf anderen Belägen fast unmöglich ist unterdessen. Mhm.